Sommer ist da, die Reisezeit, es wurde ja trotz Corona gelockert. Jetzt ist es natürlich ganz wichtig, die Reiseapotheke, die ist immer wichtig, das hat mit Corona nichts zu tun. Aber vielleicht so ein bisschen doch mehr mit Bedenken, was man noch mitnimmt. Sie haben ein bisschen was vorbereitet für uns. Ein bisschen was vorbereitet. Reiseapotheke, haben Sie völlig recht, ist jedes Jahr ein Thema, auch wenn es dieses Jahr an der einen oder anderen Stelle schon noch eingeschränkt ist und man vielleicht die ganz exotischen Reiseziele diesmal nicht so auf dem Plan hat und das dann in Sachen Reiseapotheke auch ein bisschen einfacher wird. Für mich ganz wichtig, ich teile die Reiseapotheke gerne immer in zwei Teile. Und das eine ist das, was der Mensch sozusagen für sich auch im Alltag braucht. Das gehört natürlich auch mit in den Reisekoffer mit allen Belangen, die da dazugehören. Wenn es eine Flugreise ist, muss man an Flüssigkeiten denken. Welche Medikamente brauche ich für welchen Zeitraum, mit welcher Reserve? Müssen die kühl gelagert werden? Brauche ich eine ärztliche Bescheinigung, weil ich bestimmte Medikamente sonst eventuell am Flughafen mal abgenommen kriege, wenn ich nicht nachweisen kann, dass das also meine eigene Dauermedikation ist? Das ist so der eine Teil und der macht uns im Alltag in der Apotheke auch den größten Schwierigkeiten, wenn eben Freitagnachmittag der Tourist da steht und hat sein Blutdruckmittel vergessen und hat sein Insulin nicht mitgebracht und. Das ist dann sehr aufwendig, an die Ärzte, an die Rezepte und die Nachverordnung zu kommen. Also da bitte immer ganz als erstes dran denken, was muss ich für mich persönlich mitnehmen. Und dann ist der zweite Teil, der ist sehr abhängig davon, wo soll es denn hingehen, mit wem fahre ich dahin und was will ich am Reiseziel machen. Wenn ich einen kleinen Urlaub an der Müritz machen will, überhaupt kein Problem, da brauche ich eigentlich nicht viel weiteres mitnehmen, vielleicht eine kleine Wundversorgung für die Kinder, wenn die dabei sind, oder das Sonnenschutzprodukt und dergleichen, vielleicht noch was gegen Mücken. Aber im Zweifelsfall habe ich eben an der Müritz oder überall anders in Deutschland und eigentlich auch in Europa die Möglichkeit, sowas auch einzukaufen. Also muss ich dann nicht den großen, riesen Arzneikoffer packen. Ja. Anders sieht das aus, wenn die Reiseziele etwas extravaganter werden. Wenn ich irgendwo eine Trekkingtour machen will in Schwellenländern in der dritten Welt, da sollte ich dann schon gucken, wie ist die medizinische Versorgung da und wie komme ich da eventuell im Notfall an etwas ran oder nehme ich es dann doch lieber selber mit. Das kann bis dahin gehen, dass ich zum Beispiel mal lieber eine sterile Spritze und eine sterile Kanüle dabei habe, weil ich nicht so genau weiß, wie ist denn die Krankenhausausstattung oder die Ausstattung von irgendwelchen ärztlichen Stationspunkten in den einzelnen Ländern. Da würde ich dann schon ein bisschen detaillierter hingucken. Sie haben hier schon ein bisschen was zusammengestellt. Das heißt also wirklich Mücken, Sonnenschutz ist ganz klar. Und auf der rechten Seite sehe ich Formulare. Was sollte ich hier alles beachten? Also zum einen gibt es einfach frei im Internet herunterladbar Checklisten, Reiseapotheke von allen möglichen Anbietern. Die Apotheke machen, Apotheker machen da was, bestimmte Reiseorganisationen machen da was. Einfach, dass man sich guckt, was ist mir vielleicht schön, wo muss ich es nur ankreuzen, wo muss ich was dazu schreiben, was kann ich, damit ich nichts vergesse. Einfach so ein Merkzettel sozusagen. Da kommt das rein, was ich eben am Anfang gesagt hatte, mit den eigenen Medikamenten ganz wichtig. Da kommt aber eben auch das rein, nach welchem Reiseziel ist es, mit wem fahre ich dahin, wie ist das Risiko zu beurteilen. Wenn ich, sage ich mal, im Club irgendwo in Spanien oder in der Türkei am Wasser liege, passiert mir wahrscheinlich weniger dramatische Sachen, als wenn ich vielleicht irgendwo eine Safari mache und dergleichen. Also da ein bisschen abklären, was ist da dabei. Und da hilft so eine Checkliste ganz gut, dass man einfach nichts vergisst. Das ist für einen selber sozusagen, für zu Hause. Oder man kommt mit dem Reiseziel und dem Reisewunsch in die Apotheke und sagt, hier gucken Sie mal, was denken Sie denn, was ich da noch brauche. Das und das habe ich in der Hausapotheke noch gefunden, da gucken wir dann auch gern drauf, ob das noch in Ordnung ist, ob das auch eventuell Temperaturen aushält, die eventuell zu erwarten sind. Da kann man also im Zusammenhang mit der Apotheke oder auch erstmal alleine zu Hause das checken. Dann gibt es natürlich Formulare, wo man einfach schauen muss, was ich schon angedeutet habe, wenn ich mit bestimmten Medikamenten unterwegs bin, die nicht so ganz unproblematisch sind, wo zum Beispiel eine Zollbehörde am Flughafen oder auch eine Einreisebehörde in irgendeinem Drittland schauen müsste, was macht denn der jetzt mit diesen Tabletten, die vielleicht sogar unter das Betäubungsmittelrecht fallen. Und dann ist immer gut, ich habe eine mehrsprachige Formular dabei, was mein Hausarzt ausgefüllt und abgestempelt hat, dass ich nachweisen kann, das ist meine Dauermedikation, die brauche ich für mich selber und die ist nicht sonst irgendwie zu haben. Ganz wichtig, internationaler Impfausweis. Das ist gleich noch ein Punkt, da können wir noch mal kurz drüber reden, wo also meine Impfungen aufgeführt sind, dass ich da im Vorfeld sozusagen abchecken kann, was brauche ich noch eventuell. Und dann gibt es unterschiedlich, es gibt einen europäisch genormten und auch von anderen Anbietern mehrsprachigen Gesundheitspass, wo einfach wichtige Daten zur Person drinstehen, am besten mit Lichtbild, dass man das auch zuordnen kann. Bin ich Diabetiker? Habe ich eine Blutungserkrankung? Brauche ich Bluthochdruckmittel? Habe ich sonstige chronische Erkrankungen, die ein Erstversorger
Arzt, Rettungssanitäter, wie auch immer, unter Umständen dann beachten muss, um schon bei der Ersthilfe oder dann später auch im Krankenhaus richtig reagieren zu können. Also das hilft schon, und da hilft es eben auch, wenn es mehrsprachig ist, vielleicht nicht nur Deutsch und Englisch, sondern dass da auch noch eine dritte, vierte, fünfte Sprache dabei ist, da ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass die Informationen, die für meine Gesundheit wichtig sind, dann auch an die Leute kommen, die mich dann betreuen sollen. Wir kommen trotz alledem an Corona nicht vorbei, aber ich möchte es nur kurz anreißen. Macht es dann auch jetzt Sinn, oder ja, gerade wenn ich ins Ausland in Urlaub gehe, geplant habe, mich vorher testen zu lassen? Was? Das wird ja heiß diskutiert. Ich sage mal, heute, wenn ich aus Sachsen-Anhalt komme, muss ich mich eigentlich nicht wirklich testen lassen. Das Risiko, dass ich aktuell betroffen bin, ist verschwindend gering sozusagen. Ich würde es auch gar nicht so sehr daran festmachen, was denke ich, sondern was sind die Regularien im Zielland sozusagen, was wird da verlangt. Und jetzt ist ja gerade in der Diskussion mit Kreis Gütersloh, Warndorf, wie gehen wir mit den Leuten um, die da in dem Risikogebiet sind? Verbieten wir denen jetzt pauschal was? Brauchen die einen Test? Was machen wir dann mit denen? Also da würde ich wirklich gucken, was das aktuelle Zielland, das ist ja innerhalb Deutschlands noch relativ überschaubar, weil es in den Nachrichten wiedergespiegelt wird, aber wenn ich jetzt nach Spanien will oder schon nach Belgien fahren will, wie sind aktuell die Regelungen dort und woran muss ich mich da halten? Ob die jetzt alle wirklich einen Test brauchen, so aus dem blauen Dunst heraus, ohne irgendwelche Risiken oder Kontaktmöglichkeiten vorher, wage ich zu bezweifeln. Das wird wahrscheinlich auch rein von der Infrastruktur nicht funktionieren. Ja, wir sind das Ganze durchgegangen. Das muss jeder für sich entscheiden. Was will ich mitnehmen? Wie gesagt, Sie haben es angerissen alles. Sie hatten jetzt gerade im Gespräch nochmal gesagt, wir gehen nochmal ein bisschen genauer auf den Pass ein. Was gibt es noch? Da ging es um den Impfpass, genau. Da ist unsere Bitte einfach, kommen Sie rechtzeitig zu uns oder zum Hausarzt. Es bringt nichts, wenn ich last minute irgendwas buche, in 4 Tagen soll es losgehen und ich stelle plötzlich fest, im Zielland brauche ich aber noch die und die Impfung, die manchmal einfach gefordert sind, die jetzt irgendwie in dem Zeitraum noch irgendwie funktionieren sollen. Das passt meistens nicht, weil die Impfschemata, manche Sachen müssen mehrfach geimpft werden, Reiseimpfungen, das passt oft nicht. Also in diesem Jahr sowieso alles ein bisschen besonders. Im Normalfall plane ich ja solche Reisen in weitere Gebiete, die jetzt ein bisschen, sage ich mal, exotischer sind, auch nicht auf die letzten 14 Tage, sondern weiß ich im Voraus Bescheid. Und dann eben nicht nur einen Plan machen, was nehme ich so an Sachen mit und was brauche ich sonst noch, sondern da wirklich auch um die Gesundheit kümmern. Wir können in Datenbanken nachgucken, welche Impfungen gefordert sind, also einfach Pflicht sind, die auch bei der Einreise kontrolliert werden. Welche sind vielleicht empfohlen? Wie sieht das mit Malaria aus? Und welche Impfschemata haben die einzelnen Produkte, dass ich sozusagen rechtzeitig zum Reisebeginn dann auch den entsprechenden Impfschutz habe. Also da die Bitte möglichst rechtzeitig kommen und dass wir das dann in Ruhe zusammen mit den Hausärzten dann auch noch klären können, dass der Reise dann auch an der Seite nichts im Weg steht. Ja, das waren wertvolle Tipps. Wer das jetzt alles beherzigt, ja, dem sollte dann eigentlich ein schöner Urlaub bevorstehen. Das hofft man immer sehr, dass das Ganze mehr oder weniger nur im Hintergrund wichtig ist. Es sollte beachtet werden und dass es im Urlaub dann hoffentlich keine Rolle spielt. Das ist richtig. Wir bedanken uns fürs Gespräch und für diese wertvollen Hinweise und Tipps. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Na?